Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Heute geht es um die Apollo-Mondlandefähre. Viel Spaß! Ja, es sind großartige Zeiten für Weltraum-Nerds. Lego hat dieses Jahr zum Gedenken an die 50. Jahrestag der Apollo-Mondlandung dieses Sonderset rausgebracht, das Set 10266. Und ja, das hat ein bisschen über 1000 Teile und das soll die Mondlandefähre Eagle von Apollo 11 sein, mit der Apollo 11 und Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen auf dem Mond gelandet sind. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich die ganzen Details sehe. Ich würde mal sagen, wir machen mal auf. Es sind großartige Zeiten für Weltraum-Nerds und neben der Lego Saturn 5, die ich euch ja schon zum Thema Apollo gezeigt habe, hat Lego zum 50. Jubiläum der ersten Mondlandung letztes Jahr ein Sonderkit herausgebracht. Und zwar dieses NASA Apollo 11 Lunar Lander Set. Das ist mit 1087 Teilen ein bisschen kleiner als die Saturn 5. Das passt aber auch so gut auf den Schreibtisch. Also hier die Lego-Figuren haben Standard Lego-Maßstab. Aber für einen wahren Space Nerd darf das Set auf dem Schreibtisch natürlich nicht fehlen. Und ich habe hier zum Vergleich mal den Lunar Lander in der Saturn 5 Variante. Also das ist der Lander, der in dem Saturn 5 Set mit dabei ist. Und Größenvergleich kann man sich auch gut der Astronaut zu dem Astronaut, dann kriegt man schon ein Gefühl. Ja, das Original wurde von Grumman Aircraft gebaut. Das kennt man heute mehr unter Northrop Grumman. Die sind zusammengegangen, die beiden Firmen. Und das Designleben, also praktisch so, wie es dann wirklich fliegen sollte und die Zeit, die es eingesetzt werden sollte, das waren 75 Stunden in der erweiterten Variante. Man muss dazu sagen, dass im Laufe des Apollo-Programms die Missionsdauer immer mehr erweitert werden konnte, weil man mehr Erfahrung hatte und mehr besser mit seinen Reserven umgehen konnte. Das hat sich auch beim Gewicht bemerkbar gemacht, und zwar jetzt hier das Set für Apollo 11. Bei Apollo 11 war das Gesamtgewicht der Landefähre noch etwa 15 Tonnen, während in den erweiterten Missionen später, hießen dann auch die J-Missionen, waren das über 16 Tonnen. Und genau wie bei der Saturn 5 Rakete macht der Vergleich zwischen Dry Mass, also praktisch die Trockenmasse, und der Startmasse Sinn, denn ähnlich wie bei der Saturn 5 Rakete, das Startgewicht der Mondlandefähre war 15 Tonnen oder 16 Tonnen in der erweiterten Variante, während die Trockenmasse, das heißt praktisch wenn alle Tanks leer waren, der ganzen Struktur, war knapp über 4 Tonnen bzw. 5 Tonnen bei der erweiterten Masse. Ja, und von der Mondlandefähre wurden insgesamt 15 Stück gebaut und davon sind dann 10 wirklich geflogen. Und von diesen 10 sind dann tatsächlich auch nur 6 auf dem Mond gelandet. 3 sollten nicht landen, sondern es waren praktisch Dress Rehearsals und im Prinzip die Systeme wurden vor Apollo 11 überprüft. Apollo 11, Apollo 12 sind gelandet, Apollo 13 ist nicht auf dem Mond gelandet. Und da hatte die Mondlandefähre eine wichtige Aufgabe. Und zwar war dann die Mondlandefähre das Rettungsboot für die Astronauten, weil eigentlich die Systeme im Command- und Service-Modul ausgefallen waren und die Lebenserhaltungssysteme der Mondlandefähre dann die Funktionen des Command- und Service-Moduls übernehmen mussten und tatsächlich dann auch das Triebwerk der Abstiegsstufe benutzt wurde für Kurskorrekturen. Ja, und man kann die Mondlandefähre eigentlich in zwei Teile teilen oder in zwei Funktionen auch aufteilen. Und zwar ist es die Abstiegsstufe, das ist der untere Teil, der hier auch so golden angedeutet ist, und die Aufstiegsstufe. Und die haben im Prinzip auch den Zweck gehabt, was der Name schon sagt. Also die Abstiegsstufe war, um aus dem Mondorbit dann auf dem Mond zu landen. Dafür wurde das Haupttriebwerk entgegen der Flugrichtung gerichtet und durch den Schub die Mondlandefähre so doll abgebremst, dass im Prinzip dann die Landung möglich war. Und dann wurde die Mondlandefähre wieder gedreht und das Triebwerk konnte im Schub eingestellt werden und dann war im Prinzip eine senkrechte Landung möglich. Und das Triebwerk war so leicht auch schwenkbar, wodurch das Gefährt wie so ein, ja, wie ein Helikopter senkrecht landen konnte.
Ja, und eine Besonderheit, die hier nicht modelliert ist, ist hier unter den Tellern, den Landetellern, waren 1,70 Meter Fühler dran. Unter denen hier, da wo die Leiter war, war keiner dieser Fühler dran. Und diese Fühler haben im Prinzip dann ermöglicht, dass der Pilot wusste, dass Bodenkontakt ist, damit er das Triebwerk dann ausschalten konnte. Im ursprünglichen Design war da einer vorgesehen. Den hat man aber dann weggelassen, weil man Angst hatte, dass er bei der Landung sich verbiegt und durch eine Scharfkantigkeit, die sich bei dem Verbiegen ergeben hat, hätte dann den Astronauten-Raumanzug durchschnitten hätte. Und ja, das wollte man vermeiden. Und deshalb hat man an der Stelle, wo die Leiter war, wo der Astronaut runter oder die Astronauten runtergehen sollten, weggelassen. Ein schönes Detail hier auch noch, dass hier ist ja dann Neil Armstrong auf seinen berühmten letzten Metern entlang gegangen und hat dann mit einem Seil hier eine Klappe geöffnet und hier kam dann die Fernsehkamera raus und hat ihn bei seinen letzten Schritten ihn gefilmt. Ja, schönes Detail und das hat man eigentlich, wenn man das Set zusammenbaut, eigentlich an mehreren Stellen und in der Anleitung wird dann auch an bestimmten Stellen Sachen über die Technik erklärt, dass da jemand das Originalraumschiff sich gut angeguckt hat und sich überlegt hat, wie man das schön ohne große Sonderteile aus Lego realisieren kann. Ja, und auch ein schönes Detail, finde ich, ist, wenn man die Aufstiegsstufe hier wegnimmt, dass man hier auch die Treibstofftanks angedeutet sieht. Ja, ganz interessant ist noch der Treibstoff, der in der Mondlandefähre eingesetzt wurde. Und zwar war das zum einen Erosin 50 und zum anderen als Oxidator Bistickstofftetroxid. Und diese beiden Stoffe zusammen sind Hypergol, das heißt, die explodieren oder zünden, wenn sie in Kontakt miteinander kommen. Und das führt dazu, dass die Triebwerke, die mit hypergolen Treibstoffen arbeiten, sehr zuverlässig sind, weil einfach nur durch das Zusammenkippen der beiden Substanzen das Triebwerk zündet. Ja, und die Zuverlässigkeit war natürlich ein großes Thema, denn wir haben sowohl in der Abstiegsstufe nur ein Triebwerk, als auch in der Aufstiegsstufe war auch nur ein Triebwerk. Das heißt, diese Triebwerke mussten auf jeden Fall funktionieren, sonst wären unsere Astronauten auf dem Mond zurückgeblieben. Ja, und um den Treibstoff zu den Triebwerken hinzudrücken, wurden keine Pumpen benutzt, sondern da wurde ein Treibgas benutzt, und zwar Helium. Warum Helium? Ja, weil Helium extrem leicht ist. Ja, kommen wir zur Aufstiegsstufe. Und die war genau dafür da, was der Name schon sagt. Die sollte die Astronauten wieder zurück in den Mondorbit bringen, wo Michael Collins mit dem Command and Service Module auf unsere beiden Astronauten gewartet hatte. Und dazu wurde die Aufstiegsstufe abgesprengt von der Abstiegsstufe und das Triebwerk der Aufstiegsstufe hat gezündet. Das war nicht regelbar im Gegensatz zur Abstiegsstufe. Bei der Abstiegsstufe war das Triebwerk im bestimmten Bereich zwischen 60 und 10% im Schub regelbar, während dieses Triebwerk, das kannte eigentlich nur ein oder aus und sollte auch eigentlich nur die Geschwindigkeit herstellen, um wieder in den Mondorbit zu kommen. Und auch ganz schönes Detail, da dachte ich noch beim Zusammenbauen, dass sie das falsch gemacht haben, aber man sieht ganz deutlich, der Tank ist kleiner als der. Und ja, das lag daran, dass in dem einen war der Oxidizer oder der Oxidator und im anderen der Treibstoff, das Erosin 50. Und die waren tatsächlich unterschiedlich groß und auch unterschiedlich schwer. Und das Design sah so asymmetrisch aus, da tatsächlich der kleinere Tank ein bisschen weiter außen montiert werden musste als der größere Tank, weil er ja leichter war und aber das Raumschiff insgesamt perfekt ausbalanciert sein musste, um eine gute Flugeigenschaft zu haben. Ja, Fun Facts über die Mondlandefähre. Es gab keine Stühle in der Mondlandefähre, sondern die Mondlandefähre wurde im Stehen geflogen. Das heißt, wir hatten hier auf der Seite den Mondlandefährenpiloten und auf der Seite den Commander und die standen und konnten dann aus den Fenstern nach unten gucken und man kann es ein bisschen abschätzen, dass hier die Luke ist, wo die rauskamen und hier auch der Boden war. Das heißt, ja, das kann man in diesem wunderschönen Modell auch abmachen. Da sieht man nämlich, im Prinzip standen die Astronauten da beide nebeneinander und haben dann aus diesen Fenstern nach draußen
geguckt. Und noch ein Vorteil, den das im Stehen fliegend hatte, war, dass die Astronauten dadurch deutlich näher an die Fenster rankamen und dadurch konnten die Fenster kleiner ausgeführt werden, was Gewicht gespart hat, weil ja, Glas ist schwer. Ja, und das charakteristische Aussehen der Mondlandefähre durch dieses goldene, also im Original sieht man immer diese Goldfolie, das war Kapton, das mit Gold tatsächlich bedampft wurde. Also ein Kapton ist ein Polyamid, also ein Kunststoff, eine dünne Kunststofffolie, sehr leicht. Und durch diese Goldbedampfung war das zur thermischen Isolierung und sollte die Systeme vor Auskühlen oder Überhitzen durch direkte Sonneneinstrahlung oder aber auch im Schatten sorgen. Ja, alles in allem ein sehr gelungenes Lego-Set mit sehr vielen Details. Also ob das jetzt hier zum Beispiel die Plakette war, wo drauf stand, von wegen, dass die Astronauten im Namen der Menschheit kamen und ja, hier eine Klappe mit einem Experiment, das tatsächlich ein Experiment, was Apollo 11 auch auf dem Mond aufgestellt hat, ein Laserreflektor zur Entfernungsmessung und wirklich sehr viele tolle Details und der Wiedererkennungswert zur echten Mondlandefähre ist ja unverkennbar. Hat mir im Zusammenbauen sehr viel Freude gemacht und ist wirklich ein schönes Set, was man sich gerne auf den Schreibtisch stellt. Ja, ich hoffe, die Folge heute über die Apollo-Mondlandefähre hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Und wenn du alle weiteren Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Channel. Ansonsten gibt es hier immer montags um 20.15 Uhr neue Folgen von Senkrechtstarter. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.